Da kommt etwas. Oh, super. Hier kommt ihr nicht vorbei. Hey, der sieht aus wie ihr, Kebo 94. Ist das ein echter Feind oder bloß ein Schatten? Was auch immer es sein mag, wir haben keine andere Wahl, als es zu bekämpfen. Ich frage mich bloß, wie. Warte mal. Nein, scheiße. Ein Herz. Ah, fuck. Nein! Wir sind tot. Darf ich den ganzen Weg jetzt nochmal so... Naja. Und der ist auch noch wieder da. Alter, das gibt's doch nicht. Ich habe einen anderen Vorschlag. Wir speichern, also wir gehen erstmal da aus der Höhle raus und dann speichern wir dort. Das macht sich, glaube ich, wesentlich besser als wie... Hey, was machst du denn da? Das macht sich, glaube ich, wesentlich besser als wie, wenn wir da von dem Speicherpunkt aus dauernd zurücklaufen müssen. Davon müssen wir natürlich erstmal wieder volle Herzen sammeln. Mal gucken, ob uns... Nein, keine einzige Fledermaus hat uns mal was gespendet. Und natürlich sind die Leute wieder da, die uns aber zum Glück nicht verletzen. Nein! Ja, jetzt brauchen wir zwei Fledermäuse. Drei Fledermäuse. Wie gesagt, drei Fledermäuse. Jetzt brauchen wir wieder nur zwei. Da hinten ist noch eine. Ja, da gehe ich noch mal komplett raus aus der Mine und speichere mal draußen. Ach, hier ist ja auch noch einer. Bäh. Gleich mir hinterherlaufen. Und warte, hier ist ja noch einer. Bäh. Nicht vor mir, Alter! Das darf man nicht machen. Das geht so nicht. So, gehen wir erstmal wieder raus. Wie immer. Wird etwas schwieriger, das Spiel jetzt. Kann man auch noch ein paar Herzen sammeln. Wenn es denn welche zu sammeln gibt. Bosskämpfe sind ja immer so eine Sache. So, wo war denn hier eigentlich der letzte Speicherpunkt? Hey! Da war einer. Macht sich, glaube ich, besser als den gesamten Weg da zurückzulaufen durch die ganzen Monster, die uns noch mehr schaden können als hier. Okay, dann geht es nochmal zum Boss. Hey Boss. Die kann man natürlich auch nicht mehr nehmen. So, den gesamten Text kennen wir ja. Deshalb geht es jetzt direkt zum Kampf. Nein. Ja. Genau das muss man machen. Man muss den gegen die Wand katapultieren. Nein. Alter.
ist wie so ein altes Spiel. Ist halt auch etwas komplex. Ach nee, während er gegen die Wand läuft, müssen wir den anditschen. Also mit dem Messer irgendwie mal. Nein! Da! Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Ja! So, das müssen wir noch ein paar Mal machen. Ich glaube sogar ganze 4 Mal. Bis wir das dann erledigt haben. Oh Gott, oh Gott. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. So. Huhuhu. Los, noch 2 Mal, dann ja, haben wir es geschafft. Nein. Komm, nochmal gegen die Wand, nochmal gegen die Wand, nochmal gegen die Wand. Nein, deine Fledermäuse interessieren mich kein bisschen, außer dass die Herzen bringen. Ah. Oh, Herzen. Herzen? Ah. Oh, eins weniger. Ah ja, Mensch. Die Meldung habe ich jetzt überhaupt nicht gesehen. Shit. Nein. Dafür, dass die Framerate hier dauernd auch mal absankt, dann das passt doch überhaupt nicht. Jetzt. Ah. Deine scheiß Fledermäuse braucht kein Schwein. Oh, wir haben es fast durch. Fast. Noch ein Schuss und ich bin tot. Ah. Jetzt! Ja! Ja! Oh. Los, Herzen, Herr. Herzen, Herr. Ja, bevor ich dann nochmal zurückkehre, gehe ich lieber zurück und speichere. Wie gesagt, ich bin nicht der beste Spieler, aber ich spiele irgendwie verdächtig riskant, muss man sagen. Ängstlich, aber riskant. Gib mir Herzen. Hast du ein Herz für mich? Ein Herz für den Kepu? Naja, das ist doch was. Fast 2 volle Herzen. 2 volle Herzen. So. Gut. Wir haben gespeichert, während wir den Bosskampf erledigt haben. Nicht, dass dann genau jemand an der Stelle schreibt, nein, das war ein Fehler, wenn du jetzt abspeicherst, musst du den Bosskampf doch mal machen. Muhahaha. Naja, wer weiß. Gut, Framerate spackt irgendwie sehr leicht rum, aber ich will nicht hoffen, dass das nicht irgendwie stört. So, das haben wir ja erledigt. Das bleibt ja noch offen. Okay, da ist eine Kiste. Drin ist... ein legendäres Schwert. Sieht schwer aus, dafür sehr cool aus. Erinnert es euch an einen alten Helden? Nö. Okay, wir haben größeres Schwert. Ich spüre frische Luft von draußen. Ich glaube, wir haben den Ausgang der Nuria-Mine erreicht. Schnell zu meinem Dorf. Hoffentlich ist es nicht zu spät. Auf geht es. Zum Dorf, bevor... 3D-Kämpfe. Haltet euch, bis die 4. Dimension eintrifft. Juhu, die guten alten Kämpfe. Apidia Zumba. Die haben Vortritt. Mist, daneben. Bekämpfen wir erstmal die hier. Warum denn immer daneben? Verdammt. Gut, einer schon mal weg. Kommen wir denn irgendwelche Gegenstände? Machen wir erstmal heilen. Geplaner sieht ja wieder etwas mies aus. Ah! Das ist gut. Und jetzt... genau.
Ihr habt 320 Glees und 15 Erfahrungspunkte gewonnen. Keplana hat Stufe 4 erreicht. Ihr Wert für Leben wurde erhöht. Na, endlich. Wurde aber auch mal Zeit. Ein weiterer Kampf. Zumba, Zumba und Artuin. Oh Gott. Ey, super, da greifen die als erstes an und Keplana ist tot. Wunderbar. Das nenne ich mal Fairplay. Jetzt erstmal was trinken. Und jeder darf mal angreifen. Ja, natürlich. Alter, die machen aber ganz schön viel Damage, muss man sagen. Ah, nochmal was trinken. Oh, jetzt ist das aber richtig nach unten gegangen. Alter. So. Ihr habt 400 Glees und 18 Erfahrungspunkte gewonnen und das sieht irgendwie seltsam aus. Der Wert für Angriff wurde erhöht. Jeha, ich habe gesiegt. Keplana ist tot, aber das interessiert mich nicht. So in etwa. Alter, das ist so groß hier. Natürlich, die fällt ja auch sofort am Anfang tot um. Laufen geht auch nicht. Na toll, ich bin tot. Na gut, der hat zum Glück ab hier gespeichert. Naja, das sieht wesentlich fairer aus, als wie wenn wir mit mehreren kämpfen müssen. 120 Gs und 5 Erfahrungspunkte. Ja, das wissen wir bereits. Wohin müssen wir denn überhaupt? Ich muss erst mal klarkommen. Drei schon wieder. Und die dürfen als erstes angreifen. Natürlich. Daneben. Nee, das sollte ich besser nicht machen. Ach, unten ist oben und oben ist unten. Jo, 320 Glees und 15 Erfahrungspunkte. Wert für Angriff wurde erhöht. Man hat doch irgendwie nicht wie bei Pokémon da die Möglichkeit, da mal richtig wegzulaufen von dem Kampf. Natürlich, die ist schon wieder tot. Wie soll's denn auch anders sein? Das sieht so seltsam aus irgendwie. Das ist ein Dorf. Schnell rein. Nein, daneben. Das gibt's doch nicht. Naja, wenigstens angegriffen. So, schnell rein ins Dorf. Vorgerenderte Hintergründe, eine neue, viel detaillierte Art der Darstellung. Und wir können da endlich speichern. Endlich sind wir zurück. Und ich bin wieder von den Toten auferstanden. Überrascht? Hoffentlich geht es allen gut. Selbst mir geht es erstaunlich gut nach meinem Tod. Nach meinem zweiten Tod vor allen Dingen. Ich bin froh, dass das Dorf nicht von der Ödnis verschlungen wurde. Reicht die Kraft des Kristalls aus, um uns zu retten? Stelle ich dir die sinnlose Frage? Oh, Hallöchen. Willkommen in Augai. Unser Dorf stand einstmals in voller Blüte. Und jetzt? Schaut es euch bloß an. Der Mana-Baum schützte einst das ganze Land. Doch jetzt ist etwas Mächtiges zur schwarzen Zitadelle zurückgekehrt und hat dem Mama... hat den Mana-Baum befallen, um die Ödnis zu verbreiten. Ich fürchte, bald wird ganz Augai verschwunden sein und damit ist es nicht zu Ende.
Traurige Geschichten. Wirkt noch ein bisschen verpixelt, die Stadt irgendwie. Oh. Wird geladen. Ist ja interessant.